Wer sagt denn, dass Porsche nur Sportwagen kann, beziehungsweise dass ein Premium-SUV nicht auch nahezu ein Sportwagen sein kann? Auf dem Pariser Autosalon feierte dieses Modell eine vielbeachtete Weltpremiere, der neue Porsche Cayenne S Diesel 2013. Der kommt mit einer optimierten Variante des auch im Audi A8 4,2 TDI eingesetzten V8 Biturbo in den Handel. Wenn es der Fahrer des neuen Top-Diesels darauf anlegt, beschleunigt der V8 das SUV in 5,7 Sekunden von 0 auf 100. Erst bei 252 wird abgeriegelt. Mit einem Normverbrauch von 8,3 Litern auf 100 Kilometer bleibt der Diesel recht sparsam. Wer viel auf Langstrecken unterwegs sein will, sollte den Kraftstofftank mit 100 Litern Inhalt ordern, der für rund 1200 Kilometer Reichweite ohne Tankpause gut ist. Optisch orientiert sich der Cayenne S Diesel am gewöhnlichen Cayenne S mit V8 Ottomotor. Lediglich die Dieselschriftzüge auf den vorderen Kotflügeln weisen auf das neue Triebwerk hin. Das maximal mögliche Ladevolumen beträgt satte 1780 Liter. Der 4,2 Liter große V8 leistet 382 PS, maximales Drehmoment 850 Newtonmeter. Bei betont sportlicher Fahrweise steigert der Einsatz des Vorderradantriebs Stabilität und Traktion. Das optional erhältliche Porsche Torque Vectoring Plus kann zu noch mehr Fahrdynamik verhelfen. Die ersten Kunden können ihren Porsche Cayenne S Diesel im Januar 2013 in Empfang nehmen, zu Preisen ab 77.684 Euro.